Ja, das erste, was ich wieder mache, ist mich räuspern, ich weiß. Willkommen zu einem Let's Play Mega Man X von einem Weib. Oh mein Gott, wer hat sich diese saudumme Idee ausgedacht? Ich. Warum? Damit ihr was zu lachen habt. Ich habe momentan einfach einen totalen Mega Man Flash. Ich habe so irre Bock auf dieses Spiel. Ich habe es noch nie gespielt. Gut, außer, das ist jetzt gelogen. Die ersten Level habe ich, also Moment, 1, 2, 3. Die ersten Level schon mal gar nicht. Ich habe dieses verdammte Level hier jetzt schon dreimal gemacht, aus verschiedenen Gründen. Einmal hat es nicht aufgenommen, also nur Schwarzbildschirm aufgenommen. Das andere Mal, das war der Ton zu laut, da hat man mich nicht gehört. Das war selten doof. Das war zu hoch. Ja, das ist schwer dämlich gewesen. Ich habe bislang nur Spiele gespielt, die ziemlich langweilig zum Verhältnis zu solchen Spielen sind. Aua, und ich kriege es einfach nicht gebacken, darüber zu springen. Und ich habe gedacht, mein Gott, ich muss mich mal ein bisschen aufregen. Es ist ja so langweilig. Ich liebe es. Das war jetzt aber. Das ist das erste Mal, dass er mich gleich am Anfang mit sowas bombardiert. Sau. Entschuldigung. Oh ja, und ich hoffe, ich werde nicht allzu oft ins Mikro kreischen. Mir ist das vorhin schon einmal passiert. Oh, ein Leben! Hey, es hat auch was Gutes. Ich weiß nicht, also wohin habe ich den irgendwie Autsch, besser hingekriegt. Aua. Vor allem hat er vorhin nicht all seine Dinger geschossen. Fiesling. Ach ja, ich weiß, Mädchen und Mega Man Let's Plays. Naja, gut. Nein, es muss nichts heißen. Ich will jetzt kein Mädchen beleidigen, Gottes Willen. Aber ich gebe zu, dass Jungs, zumindest früher war das so, als ich noch jung war, war das so, dass Mädchen mit ganz gut waren, Jungs. Gut. Klingt jetzt total dämlich, ich weiß. Aber wie gesagt, egal. Auf jeden Fall werdet ihr auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Natürlich, werdet ihr viel zu lachen haben. Denn, wo man. Oh, grundgütiger, weißt du? Das ist das Problem. Vorhin habe ich das so gut hingekriegt. Ich habe ich so gut hingekriegt. Ich finde nicht zum Kotzen, dass ich es nicht mehr hinkriege. Warum? Warum nur? Bäm! Ja, vorhin habe ich gemerkt, oh. Das hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht. Das war so intelligent, ich weiß, ich weiß. Ich kenne mich noch nicht so wirklich damit aus. Es ist nicht blind. Ich habe mir dieses Spiel jetzt schon so oft bei anderen angesehen. Es ist 100 Millionen %ig nicht blind. Ich weiß, welche Gegner man machen muss, um ein bisschen besser wegzukommen, sag ich. Also, was heißt wegzukommen? Ungeschorener davonzukommen, ohne dass man gleich auf dem Recycle-Müll landet. Wieso nur zwei? Normalerweise sind es drei. Okay. Auch das erste Mal gut. Ich muss es nicht verstehen, ist auch egal. Gut. Autsch. Na. Aua, aua, aua. Okay. Gut, dass er uns mit dem Ding getroffen hat, wenn wir nämlich nicht paralysiert sind. Ihr seht es bei meinem Freund sehr gut. Geht ihr nämlich ziemlich matsch. Ja, wenn ihr die Übersetzung wollt, mein Gott. Ich bin nicht so gut. Du wertloses Stück Schrott. Wie kannst du nur glauben, dass du gegen mich gewinnen kannst? Und hahaha. Zero, unser Retter, ist da. Und weil der Blödmann haut ab. Und yeah. Und meine Englisch. Mein Englisch isn't very good. Ja, ich fürchte, ich bin nicht stark genug, ihn zu besiegen. Ja, er ist extra für den Krieg. Er ist als Kriegsmaschine konstruiert worden. Mach dir nichts draus, so nach dem Motto. Erinnere dich, du hast noch nicht deine ganze Kraft zurück. Wenn du alle deine Fähigkeiten beherrschst, dann wirst du stärker werden. Vielleicht sogar stärker als ich. Ich habe so viel rausgefunden. Yippie-yay. Wir treffen uns später wieder. Ich glaube an dich, X. Muah. Und tschüss. Nein, natürlich nicht, aber so ähnlich.
Oh Gott, ich hoffe, ich werde dieses Spiel überhaupt ansatzweise durchschaffen. Also ich glaube, Tierpinguin kriege ich noch hin. Aber ich sag dazu jetzt nichts, denn ich weiß, oh Gott, das wird das reinste Katastrophen-Let's Play. Wie gesagt, wenn ihr was zum Lachen haben wollt, wenn ihr euch auf den Boden kringeln wollt vor lauter Dummheit, willkommen im Club. Willkommen im Club der dummen Kimiko, die das nicht gebacken kriegt. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergiss das Atmen nach dem Lachen nicht und bye bye.